Heute präsentiere ich euch eines der schönsten Hotels von Iberostar. Das Iberostar an der Lucia Playa. Das Iberostar an der Lucia Playa liegt hier in Chiclana de la Frontera an der wunderschönen Costa de la Luz. Von hier aus fahrt ihr ca. 1,5 Stunden bis nach Sevilla oder 1,5 Stunden bis nach Gibraltar. Außerdem habt ihr hier einen der schönsten Strände Spaniens vor der Tür, und zwar den Playa de la Barossa. Dieser wunderschöne Sandstrand hier, der Playa de la Barossa, ist 6 Kilometer lang und wurde 2014 zum schönsten Strand Spaniens gewählt. Außerdem ist das Hotel nur durch die Düne von diesem schönen Sandstrand getrennt. Aber das ist gar kein Problem, denn man hat diesen wundervollen Holzsteg hier. Da läuft man 50 Meter drauf und schon ist man an dem Strand. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, hat das Iberostar an der Lucia Playa auch eine ganz tolle Poollandschaft. Und zwar gibt es hier zwei große Außenpools und einen Babypool dabei. Außerdem gibt es noch zwei weitere Pools, und zwar die Sharing Pools. Und die erreicht man nur, wenn man die Kategorie Sharing Pool Zimmer bucht. Und so sieht ein Sharing-Pool-Zimmer im Iberostar an der Lucia Playa aus. Es ist super hell eingerichtet. Wir haben hier sehr schöne Betten mit einer richtig weichen Matratze. Wir haben eine riesige Auswahl an Kopfkissen. Und wir haben hier um die Ecke die Minibar, die beim All-Inclusive-Programm jeden Tag aufgefüllt wird. Und bevor ich euch jetzt den Zugang zum Pool zeige, zeige ich euch erstmal das Badezimmer. Ja, und die Badezimmer sind sehr modern eingerichtet. Wir haben hier ein ganz tolles Waschbecken. Wir haben hier Kleenex, wir haben hier Shampoo, Body Wash, Body Cream und Hair Conditioner. Und wir haben hier, alle Frauen da draußen, aufgepasst, wir haben hier einen Föhn auf dem Zimmer. Also ihr braucht keinen Föhn mit in den Urlaub schleppen, der ist da. Ich kenne es von meiner Frau, die immer wieder fragt, hier weißt du, ob da ein Föhn auf dem Zimmer ist. Weiter geht's. Das hat mich total überrascht hier, als ich hier das erste Mal duschen war, die Handtücher. Ich habe bisher nirgendwo im Hotel so weiche Handtücher gehabt wie hier. 1A, klasse. Dann haben wir hier unten die Badewanne bzw. Dusche und da habt ihr die Möglichkeit, die Stärke oben einzustellen. Und hier ist nochmal ein separater Raum mit der Toilette. Die habt ihr hier hinten. Und jetzt zeige ich euch den Sharing Pool. Ja, also man kommt hier raus und hat hier direkt seine eigene kleine Terrasse. Das Ganze ist ein bisschen abgegrenzt hier mit einer Glastür und ansonsten hat man hier einen ca. 50 Meter langen Pool. Man hat dahinter, da wo jetzt gerade die Kamera steht, eine kleine Grünfläche mit jede Menge Liegen drauf. Und was man hier sofort merkt, es ist Ruhe hier. Man hat hier absolute Ruhe. Es ist nicht so viel los wie da vorne am Hauptpool. Das liegt daran, dass man nur diesen Pool nutzen kann, wenn man diese Kategorie gebucht hat. Ein Innenpool hat das Hotel auch und den findet ihr in dem wunderschönen Spa. Ja, sobald man hier den Spa-Bereich betritt, ist Erholung angesagt. Ja, und wie man sieht, hat man hier nicht nur einen wunderschönen Innenpool, sondern in dem Pool auch eine Jacuzzi-Funktion. Und hier lässt es sich bestimmt bei schlechtem Wetter super aushalten. Wow, also der Pool ist schon mal sehr schön, aber lass uns mal hochgehen zu den Behandlungsräumen.
Ja, und neben den Behandlungsräumen ist hier oben noch ein wahrer Traum für Saunagänger. Denn wir haben hier eine Sauna, wir haben hier eine Sauna und wir haben hier hinten eine Sauna. Und außerdem haben wir hier noch einen Jacuzzi und hier ein Kältebecken. Perfekt für nach dem Saunagang. Und wer nach dem Saunagang seine Ruhe braucht, der ist wahrscheinlich hier am besten aufgehoben, denn das ist der Ruheraum der Saunalandschaft. Und hier gibt es Wasser, hier gibt es Eistee, hier gibt es Obstwasser und verschiedene Obstsorten. Und da hinten, da muss ja was für den Kreislauf tun, Champagner. Also hier kann man sich danach gut gehen lassen, entweder da hinten im Jacuzzi, im Kältebecken oder danach hier. Ja, und so sieht ein Behandlungsraum hier im Iberos Santa Lucia Playa aus. Wir haben hier eine richtig dicke Matte, wo man sich drauflegen kann. Hier wird man drauf massiert. Es ist wunderbar gestrichen hier mit Mintgrün. Und schade, dass man nichts riechen kann. Schade, dass ihr nichts riechen könnt. Denn hier ist ein Duft. Das ist der Wahnsinn. Also es riecht hier wirklich sehr, sehr frisch und sehr angenehm. Und hier ist eine Temperatur drin, die ist genau perfekt, um sich wohlzufühlen. Und das für die einzelne Person. Es gibt aber noch was für Paare. Ja, wir haben einen Behandlungsraum für Paare hier. Wir haben hier auch zwei Liegen mit richtig dicken Matten, wie da drüben auch. Der Raum ist diesmal hier rosa gestrichen, auch ein schönes Bild an der Wand, wie drüben bei den Pandas. Und es gibt hier insgesamt 4 Behandlungsräume, 3 normale für Einzeltherapie oder Einzelbehandlung und einmal hier für Paare. Ja, und mit diesem Raum hier ist das Wohlfühlpaket wohl komplett, denn hier kann man sich die Fingernägel machen lassen und man kann sich hier die Haare schneiden lassen. Also es ist eigentlich der perfekte Spa-Bereich. Man stellt sich genau so einen Spa-Bereich vor, wie hier im Iberosa Santa Lucia Playa. Ja, und das darf natürlich auch nicht fehlen, und zwar ein Fitnessstudio. Und hier ist alles drin, was man sich nur vorstellen kann. Wir haben hier Laufbänder, wir haben hier Stepper, wir haben Hanteln, wir haben Fahrräder und alles ist hochmodern. Ja, wir haben auch hier wieder ein Laufband, wo man YouTube, Netflix gucken kann und tolle Musik. Da hinten ist sogar eine kleine Minibar, da kann man sich dran bedienen. Also in diesem Spa-Bereich hat man die perfekte Kombination. Man hat einmal hier das Fitnessstudio zum Auspowern, dann hat man nebenan hat man einen Innenpool, wo man ein bisschen relaxen kann. Und wenn es dann nicht reicht, geht man einfach hoch und lässt sich massieren. Also es ist perfekt. Sehr cool. Um ein perfektes Hotel zu sein, muss auch das Essen perfekt sein. Und ich habe hier das All-Inclusive-Programm getestet und muss sagen, besser geht's nicht. Ja, guten Morgen. Wir haben gleich 7.30 Uhr und das heißt für mich, es geht zum Frühstück. Das Frühstück befindet sich hier im Hauptrestaurant in Buffetform und geht bis um 10.30 Uhr. Ja, und für frisches Brot ist auch gesorgt, denn das wird hier in der hauseigenen Bäckerei gemacht. Und das nicht nur morgens, sondern auch abends. Nicht nur die Bäckerei ist interessant, sondern auch das Hauptrestaurant. Und ich zeige euch jetzt mal, was es hier zum Frühstücken gibt und wie das Restaurant aussieht. Ja, wie ihr gesehen habt, hier gibt es echt alles. Eine riesige Auswahl schon beim Frühstück. Verschiedene Säfte, verschiedene Milchsorten, verschiedene Brotsorten. Es ist echt überwältigend und es sieht alles so super lecker aus. Und ja, ich frühstücke jetzt erstmal selbst und danach machen wir weiter. Ja, das Frühstück war super und jetzt freue ich mich auch schon aufs Mittagessen. Denn das ist von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr im à la carte Restaurant La Bodega. Hier direkt nebenan. Ja, und wenn man jetzt gerade am Pool liegt und hat keine Lust hochzulaufen ins à la carte Restaurant, kann man auch unten an der Poolbar direkt essen. Denn diese hat von 10.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Das ist eigentlich so die Anlaufstelle, wenn man zwischendurch, zwischen den Mahlzeiten der Schuh drückt.
weiter geht's beim Mittagessen. Ja, jetzt ist 13.30 Uhr und das heißt, es ist Mittagessenzeit. Und zwar hier im à la carte Restaurant Ibero Santa Lucia Playa im La Bodega. Und das muss wirklich hier fantastisch sein. Wurde mir gesagt, ich bin gespannt, ob es schmeckt. Und jetzt habe ich gerade die Karte bekommen, jetzt schaue ich mal, was es hier alles gibt. Und zwar haben wir hier einmal einen knusprigen Hähnchenbruchsalat mit Honig- und Senfsoße als Vorspeise. Oder einen mediterranen Salat mit Mozzarella und frischem Basilikum. Oder hier zerbrochene Eier Andalus. Das sind Kartoffeln, Eier und iberischer Schinken. Hört sich auch schon mal sehr gut an. Und als Hauptgericht kann man hier essen weiße Garnelen vom Grill, Riesengarnelen vom Grill oder Garnelen mit Knoblauch und Olivenöl. Das hört sich natürlich erstmal alles jetzt überragend an, aber wer jetzt ein Fleischesser ist und würde gerne jetzt hier ein Fleisch oder ein Steak essen, der ist natürlich hier auch bestens aufgehoben, denn wir haben hier ein iberisches Schweinefilet, Kalbfleischfilet, Schweinebacken in Soße oder ein Hähnchenbrustfilet. Also hier ist für jedermann was dabei und das sieht jetzt momentan alles so aus, wie als wäre ich in einem richtig guten Restaurant hier. Und meine Vorspeise ist da. Und zwar habe ich bestellt einen Salat mit Käse drauf, mit Schafskäse und mit Tomaten und ein bisschen Thunfisch noch dabei. Und ja, den lasse ich mir jetzt schmecken. Der wurde gerade von dem netten Mann, von der netten Bedienung hier angerichtet mit spanischem Olivenöl und ein bisschen Essig dabei. Und wie ihr gerade schon sehen konntet, das ist mein Blick hier beim Essen. Schön hinten aufs Meer. Das ist ein absoluter Traum. Hier geht gerade ein leichter Wind und das ist perfekt. Also ist wirklich perfekt. Und das nur bei 2 Stunden und 40 Flug hierher. Man ist hier wirklich in einer ganz anderen Welt. Und das Hauptgericht ist da. Und zwar gibt es bei mir heute Rumpsteak mit Bacon drauf, also mit iberischem Schinken, frischem grünen Spargel und Salzkartoffel. Und das gehört alles zum All-Inclusive dazu. Ist der Wahnsinn. Ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt habe ich den Salat vorher gehabt, habe jetzt hier das Rumpsteak. Was würde man da im Restaurant bezahlen? Das ist die Frage. Ja? Und es kommt noch ein Dessert dazu. Also All-Inclusive lohnt sich. Bis jetzt auf jeden Fall. Und jetzt ist der Nachtisch gekommen und das ist ein absoluter Traum. Schaut euch das mal an. Also wir haben hier ein Brownie da hinten mit Sahne und einer Traube dabei. Dann haben wir hier ein Stück Kuchen mit Quark drin oder Pudding drin. Dann haben wir hier so eine Marmeladensoße. Und dann haben wir einmal hier Physalis dabei. Und hier hinten haben wir noch ein Eis. Sieht aus wie ein Vanilleneis. Probiere ich aber gleich. Und dann haben wir hier nochmal ein Erdbeereis. Ja, und das Abendessen darf natürlich auch nicht fehlen. Und das ist wieder im Hauptrestaurant. Ja, und wir haben jetzt 19.30 Uhr und jetzt geht es zum Abendessen ans Buffet. Und ich zeige euch jetzt im Schnelldurchlauf, was es heute Abend hier zum Essen gibt. Ja, und wie ihr seht, das Essen sieht auch abends hier am Buffet überragend aus. Und ich hole jetzt meinen Teller und lasse es mir schmecken. So, und das war's von mir hier aus dem Ibero Santa Lucia Playa. Es war traumhaft schön hier. Das Hotel hat jeden seiner 5 Sterne absolut verdient. Das Essen hat gepasst, die Zimmer haben gepasst und allein der ganze Service hier. Es war wirklich 1A und ich kann das Hotel absolut empfehlen.